Hallo und herzlich willkommen zu RE Aktuell, unserem Wochenmagazin auf RE1 TV. Mein Name ist Andreas Adler und ich darf Sie diese Woche durch unsere Sendung mit dem Schwerpunkt Mobilität im Außerfern führen. Und das sind die Themen. Wir haben uns das Interreg-Projekt Attraktivierung der Außerfernbahn genauer angeschaut. Dann zeigen wir euch den Wochenblick mit den News der letzten 7 Tage. Außerdem waren wir bei der Präsentation der neuen Ringbuslinie Reutte-Plansee. Und mein heutiger Studiogast ist Magister Eva Wolf, die Bürgermeisterin der Gemeinde Lechaschau. Die B179 hat einen äußerst unrühmlichen Ruf. So gut wie keine Stausendung, bei der wir nicht mit dabei sind. Die Mobilität im Bezirk ist äußerst eingeschränkt möglich, zumindest wenn es der falsche Wochentag oder das falsche Nebental ist. Zu diesem Thema, nämlich der Mobilität, habe ich heute unseren Studiogast hier bei mir, die Frau Magister Eva Wolf, Bürgermeisterin der Gemeinde Lechaschau. Darf Sie recht herzlich begrüßen bei uns hier im Studio. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und bin schon gespannt auf die Fragen. Frau Magister Wolf, wie wichtig ist das Thema Mobilität hier im Bezirk? Ja, der Bezirk ist von den Öffis etwas schlecht versorgt, gerade die Seitentäler. Jeder Haushalt ungefähr hat mittlerweile mindestens einen PKW, damit er auf die Arbeit kommt, damit er einkaufen kann. Und wenn man aus dem Ort raus möchte und man muss einmal nach Innsbruck, ist das schon immer eine gewisse Herausforderung. Weil die Zugverbindungen sind schlechter geworden, als sie schon waren. Mhm. Und so ist es einfach, die Zeit, die man im Zug verbringt, versucht man im Auto schneller hinzubekommen. Und zu gewissen Tagen ist es, wie eben gesagt, schon wochenendeweise Urlauberverkehr, Schichtwechsel ist etwas schwierig. Jetzt wird ja ein bisschen versucht, hier so die eierlegende Wollmilchsau zu bauen. Auf der einen Seite möchten wir den Urlauberverkehr möglichst von der 179 wegbekommen. Auf der anderen Seite möchten wir den Urlaubern natürlich unsere schöne Umgebung zeigen. Kann man das irgendwie auf einen Nenner bringen? Es wird ganz schwierig auf einen Nenner zu bringen sein, weil irgendwo muss man immer einen Kompromiss finden. Die unter kompletten B179 in den Tunnel zu verpacken, ich meine von den Kosten abgesehen, aber dann sieht niemand mehr unsere schöne Landschaft. Das wollen wir ja doch haben, dass die Leute durch unsere Landschaft durchfahren und vielleicht zum Urlaub zu uns kommen und hier bleiben. Mhm. Also müssen wir irgendwo einen Kompromiss finden, aber es wird die Situation schlussendlich nie viel besser werden. Die Autobahn aus der A7 aus Deutschland endet am Tunnel, an der Grenze. Es kommt von der Garmischer Seite, in Zukunft kommen noch weitere die Straßenverbindungen, Tunnelverbindungen, noch besser. Also es wird sich spätestens in Biberwehr an der Auffahrt zum Fernpass, da wird immer ein Verkehrskollaps stattfinden. Die Gemeinde Lechaschau ist ja gerade, wenn es um diesen Ausweichverkehr geht, der ja in den vergangenen Wochen in aller Munde war, sehr direkt betroffen. Wie frappierend sind eigentlich die Auswirkungen? Zu gewissen Stoßzeiten ist es also schwer, von Lechaschau nach heute zu kommen. Man versucht nach Möglichkeit, die Zeit zu meiden oder anders zu fahren. Aber wenn jetzt ein Unfall ist, zum Beispiel auf der Lechbrücke, ja, dann bleibt wirklich nur die Alternative, über Weißenbach zu fahren. Dazu sprechen wir gleich weiter. Jetzt schauen wir uns zuerst den ersten Beitrag an. 2019 wurde ein Interreg-Projekt gestartet mit dem Ziel, die Außerfernbahn attraktiver zu gestalten. Im Rahmen des Projektes wurden sehr genau der Ist-Zustand der Bahn analysiert. Die Ergebnisse stellen die Bahnverbindung in Außerfern vor allem für den Freizeitverkehr als hervorragende Alternative zum Auto dar. Wir haben uns diese Studie genauer angeschaut und einen genaueren Blick auf die über 100-jährige Geschichte der Außerfernbahn geworfen.